Rund 500 Seiten und 2 Kilo Gewicht. So können 6 Jahrzehnte Fußballgeschichte in Hoyerswerda aussehen. Im Januar 1956 ist die Betriebssportgemeinschaft Aktivist Schwarze Pumpe gegründet worden. Und fast auf den Tag genau wurde der Abteilung Fußball mit dieser Chronik ein kleines Denkmal gesetzt. Zusammengestellt ist sie vom Dresdner Journalisten Ronny Klein worden, der seine Wurzeln aber in Hoyerswerda hat. Mit dem Buch hat er offenbar den Nerv vieler ehemaliger Spieler, Trainer, Mannschaftsbetreuer und Fans getroffen. Die offizielle Premiere im Klinikum sah zumindest deutlich nach einem ehemaligen Treffen aus. Jetzt an meiner Seite der Autor des Ganzen, Ronny Klein. Es ist ja wirklich ein gewichtiges Buch. Außer Fußballleidenschaft, was treibt einen an, sowas in Angriff zu nehmen? Die Leidenschaft ist es auf jeden Fall. Ich meine, die Idee entstand schon vor 10, 15 Jahren mit Kollegen, mit Mitstreitern, die einen ähnlichen Gedanken hatten. Wir haben gesagt, die Geschichte muss einfach aufgearbeitet werden. Da liegt so viel brach. Mich selber hat es auch interessiert und so richtig zusammengekriegt hat man die ganze Geschichte nicht, immer nur bruchstückhaft, und wir haben gedacht, man muss das mal zusammenfügen mit Fotos, mit Statistiken, mit Tabellen, um da ein ganzes Werk draus zu machen. Dass es dann 500 Seiten werden, haben wir natürlich auch nicht gedacht. 6 Jahrzehnte, ich stelle es mir ziemlich schwierig vor, gerade so in der Anfangszeit da wirklich noch Sachen zu finden. Das ist in der Tat nicht einfach. Ich meine, wir haben den Vorteil gegenüber anderen älteren Vereinen, dass der Verein eben erst 60 Jahre alt ist. Da gibt es durchaus noch Zeitzeugen aus den Anfangsjahren. Aber das stimmt natürlich. Also das liegt nicht irgendwo einfach so da und kann genommen werden, sondern man muss schon sich selber bewegen und zu den Protagonisten gehen, alte Spieler, alte Trainer besuchen, alte Funktionäre. Das haben wir alles gemacht und haben wirklich ganz, ganz viel Stoff zusammengetragen im Laufe der Jahre. Da lohnt es sich reinzugucken. Es lebt auch viel von Statistiken, von Zahlen, und da stelle ich es mir wiederum sehr schwierig vor, die Recherche. Ja gut, das ist natürlich eine Fleißarbeit. Da sitzt man durchaus mal ein paar Stunden in Archiven, wälzt alte Zeitungen und schreibt sich viele Sachen raus. Das macht auch Spaß, wenn man sieht, dass man zu einem erfolgreichen Ende kommt und sich quasi einen Kreis schließt, der vorher offen war. Und ja, das Endprodukt ist ja dann das, was einen dann befriedigt, wo man sagt, gut, jetzt hat man ein schönes Finale, alles ist rund. Und ich denke auch, dass viele alte Kempten da ihre Freude dran haben werden. Was mir schon aufgefallen ist, dass ja ganz viele Menschen komischerweise irgendwie eine Beziehung zu Aktivist Schwarze Pumpe haben. In vielen Gesprächen habe ich das jetzt so mitgekriegt. Jeder hat irgendeinen Opa oder einen Onkel, der bei Pumpe mal gespielt hat oder jemanden kennt oder früher immer im Stadion war. Das ist wirklich extrem auffällig. Das Buch lebt vor allem von zahlreichen Fotos. Wie seid ihr da rangekommen? Ja, da gab es natürlich einige wenige im Vereinsarchiv. Wir haben Zeitungsfotografen kontaktiert und natürlich ganz, ganz viele Bilder sind uns zur Verfügung gestellt worden von alten Spielern, die sogar selber auf uns zugekommen sind, gesagt haben, ich habe da noch was. Ein Mannschaftsbild, ein Spielfoto aus den 50er, 60er Jahren, das ist schon was mit Seltenheitswert, wie wir glauben. Und kompliziert war dann eher, sage ich mal, die richtigen Namen den Bildern zuzuordnen. Und da natürlich, also wir natürlich zu jung sind und nicht wissen, wer da zu sehen ist. Aber das war dann nochmal eine Fleißarbeit, über die Akteure von damals rauszukriegen, wer ist. Ne? Aber haben wir, denke ich, in 99% der Fälle geschafft. Du sprachst schon an, ihr habt viel mit Zeitzeugen gesprochen, da kam doch sicherlich auch die eine oder andere Anekdote zusammen. Absolut, also ein Spieler, der auf dem Herrenklo verpflichtet wurde zum Beispiel, liest man nicht alle Tage. Oder der Vereinschef, der zur Wendezeit die letzten DDR-Mark verkloppen musste, weil das Kombinat die Kohle nicht wiederhaben wollte. Und solche Geschichtchen gibt es da einige. Auch so ein paar Alkoholausfälle, als die Mannschaft mal
in Lipez war im Bruderland. Dort gibt es immer reichlich Wodka zu trinken und das hat nicht allen bekommen. Naja, das kann man alles, glaube ich, ganz gut nachlesen. Gibt es so Jahre, die dir so besonders am Herzen hingen? Ja, es gab viele große Zeiten. In den 60er Jahren hat man immer zur Spitze in der Bezirksliga gehört. In den 70ern war man Dauergast in der DDR-Liga. Das war die zweithöchste Spielklasse im Osten. Also man hatte schon einen guten Ruf und einen Namen im ganzen Land. Und da habe ich natürlich selber auch schon ein paar Spiele gesehen in den 80er Jahren. Und in den 90er Jahren dann ging es natürlich weiter in der Fußball-Oberliga mit dem Gipfel, den Relegationsspielen. Die sind mir ganz gut in Erinnerung geblieben gegen Tennis Borussia und gegen Schönberg mit den Trainern Schädlich und Vogel. Das waren schon gute Zeiten, wo man so ein bisschen auch ans Tor des Profifußballs sogar geklopft hat. Profifußball ist es nicht geworden. Das letzte Jahrzehnt war ja dann eher so mit einem kleinen Trauerflor. Das ist wohl so. Es ging dann abwärts, leider muss man sagen. Aber nichtsdestotrotz ist auch diese Ära natürlich aufgearbeitet in dem Buch. Da finden sich auch viele Fotos und Details, Spielerporträts. Aber egal, also ich meine, das, was passiert ist, was Geschichte ist, ist ja da. Ne? Und Geschichte sollte schon trotzdem erhalten werden. Geschichte sollte erhalten bleiben. Wird es denn einen Nachfolger so in einem Jahrzehnt geben, wo dann so die nächsten Kapitel geschrieben werden? Da haben wir ehrlich gesagt noch gar nicht dran gedacht. Eine gute Idee. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken, ob das Werk sich verkauft, ob es Interessenten findet. Und vielleicht kann man in 10, 20 Jahren wieder drüber reden. Warum nicht? Ich danke fürs Gespräch. Bitteschön. Das Buchprojekt wurde von der Stiftung des Lausitzer Seenlandklinikums mit 3.000 Euro unterstützt. Am Samstag gab es den offiziellen Scheck. Und übrigens, wer die Premiere verpasst hat, kein Problem. Das Buch ist im Internet bestellbar. Die Adresse lautet www.aktivist-chronik.de.